So, Leute, Meute, Gebäude. Wir spielen noch einen Draft. Für 750 Gems. Draften wir. Also ich will mir wieder... Mache wieder meine krasse Tierliste auf. Da stehen übrigens keine Tiere drauf, sondern ein Ranking der Karten für die Leute, die es nicht wissen. Und dann versuchen wir jetzt einfach mal rauszufinden, was krass ist. Hier auch meinen Deckmaster offen, das heißt, ihr könnt wieder voten, wenn ihr Bock habt. Also, da ich ein großer Fan von Schwarz und Blau bin, fallen mir natürlich auch eben diese Karten direkt wieder. Oh, Leute, ich hab fast meinen Bildschirm umgeschmissen. Das war jetzt gerade nicht so schlau. Ich habe ein bisschen an meinem Mikro rumgeschraubt, aber jetzt ist, glaube ich, wieder alles in Ordnung. Ich hoffe, man kann mich jetzt so ganz gut verstehen. Darkblade Agent ist gut, Notion Rain ist auch gut. Edit hatte ich auf einen etwas besseren. Also ich glaube, das Book Devourer ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, dass von all den Karten hier der Darkblade Agent der beste ist. Und ich glaube dann, obwohl das hier auch ziemlich gut, der March of Multitudes. Oh. March of Multitudes ist auch eine ziemlich gute Karte. Wisst ihr was? Wir riskieren das einfach mal. Und picken einfach mal den March of Multitudes. Das ist nämlich laut Tierlist hier die... Oh, shit. Das ist natürlich auch eine Karte, die definitiv eine Karte ist. Die Frage ist, wie gut diese Karte ist. 3, 2... 3 Attack Minion mit Haste, mit Mentor ist immer ziemlich gut. Weil damit kann man noch relativ viel Zeugs buffen. Ja, ich fürchte. Wir picken einfach jetzt immer mal die beste Karte. Die ersten 5-6 Picks einfach die beste Karte picken und dann einfach mal gucken, wo die Reise hinführt. Damit ist man meistens, und ich sage meistens, am besten bedient. Der Centaur ist ganz okay. Street Riot. Street Riot klingt in der Theorie nicht so schlecht. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass die Karte nicht so gut ist, wie sie hier aussieht. Whisper Agent ist auch ganz okay. Aber wie gesagt, also ihr könnt problemlos die ersten 5-6 Picks machen und euch dann auf eine Farbe und eine Zusammensetzung festlegen. Ohne dass ihr da unheimlich groß Nachteile von haben werdet. Whispering Snitch ist auch nicht schlecht. Ich hätte natürlich lieber mal wieder was in Blau oder so. Aber wenn wir diesmal mal ein bisschen die Farbe ändern, dann würde uns das, glaube ich, auch nicht wehtun. Ist doch mal eine angenehme Abwechslung, wenn man immer nur dasselbe spielt. Ihr könnt einfach auf die Karten draufklicken und voten. Wenn ihr denkt, ihr wisst, was Sache ist. Oder auch wenn ihr keine Ahnung habt und einfach nur gerne auf den Bildschirm klickt. Das ist auch eine Möglichkeit. Bin mir hier nicht sicher. Bin mir tatsächlich echt unsicher. Maximize Velocity ist nicht schlecht. Das weiß ich. Intrusive Pack Beast. Tap up to two creatures your opponent controls. Das ist natürlich auch eine Sache, die man nicht unterschätzen sollte. Das kann nämlich ein super Finisher sein, wenn man einfach ganz entspannt die ganze Defense seines Gegners tappt und dann gewinnt. Findet sich denn eine dieser Karten hier in der oberen Hälfte der Tierlist wieder? Eher nicht. Der Whisper Agent tut das.
Machen Sie halt einfach. Wir picken jetzt einfach immer die besten Karten und gucken einfach mal, wo wir jetzt gleich stehen. Da ist noch ein Darkblade Agent. Weil wir haben relativ viel Blau und Schwarz übrig. Das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, nämlich dass die anderen nicht Blau und Schwarz picken. Und das heißt, es bleibt für uns übrig. Dann nehmen wir doch einfach mal den Darkblade Agent. Buyback. Aber die Karten. Ich glaube, wir sind mal wieder bei Blau-Schwarz angekommen. Das scheint im Moment einfach irgendwie der Way to Go zu sein. Allerdings glaube ich, wenn ich mich zwischen Pitiless Gorgon und dem Dimir Informanten entscheiden muss, dann wird es, glaube ich, der Gorgon werden. Einfach weil generell alle Minions mit Death Touch einfach meistens insane stark sind. Mal gucken, was so die Liste jetzt so sagt. Ihr könnt ja auch mal voten und dann können wir einfach einen Median bilden und gucken, wo wir auskommen. Also ich glaube, da wir schon die Spybug haben, können wir auch den Informanten mitnehmen. Whispering Snitch. Whispering Snitch ist nicht schlecht. Das ist natürlich eine schöne Removal-Methode. Dafür muss man natürlich was opfern. Das macht das Ganze etwas schlechter, als es ist. So ein Mörder oder so ist natürlich schon deutlich angenehmer. Allerdings kann man das, glaube ich, hier gar nicht draften. Ich glaube, das ist aus dem M19-Set, wenn ich mich nicht vertue. Und, glaube ich, deshalb hier nicht wirklich von Belang. Also nicht so, auf man hoffen kann. Ich bin unsicher. Bin unsicher. Der Agent könnte es. Tethered Strands. Okay, wir verlassen uns jetzt mal einfach ein bisschen auf unser Bauchgefühl. Severed Strands, Whispering Snitch, Hex. Also Devious Cover-Up eher nicht. Wir haben bis jetzt nur Minions, wir könnten also problemlos auch ein Spell abpicken. Surveil for the first time each turn. 1-3 für 2 ist natürlich nicht schlecht. Wir nehmen den Snitch. Ich glaube, der Snitch ist keine Bitch. Muse Drake, auch immer ein guter Pick. Vicious Rumors ist nicht so meins. Aber wahrscheinlich ist es besser als Wall of Mist. Dowser of Lights landet irgendwie auch jedes Mal in meinem Deck. Da haben wir wieder Vicious Rumor. Maximize. Jetzt können wir eigentlich, also jetzt sind wir auf die Farbe festgelegt. Okay, hier ist es, glaube ich, jetzt egal. Die Sachen move ich immer ganz gerne schon direkt ins Sideboard. Dann lässt man sich von denen nicht verwirren. Nimm. Oh, shit. Nimm. Ich weiß, dass das im Constructed eine gute Karte ist. Die Frage ist, ob das hier auch eine gute Karte ist. Das ist jetzt die Frage, inwieweit das hier auch eine gute Karte ist. Exile all cards from your opponent's graveyard. You may cast those cards in this turn and you may spend mana. Ja, ich glaube, das Ding ist in Constructed deutlich besser. Ich glaube nicht, dass ich hier da effektiv irgendeine Art von Vorteil draus ziehen kann. Der Centipede ist ganz okay. Dann wird's wohl der Centipede. So, hier wird's doch jetzt schon interessanter. Sinister Sabotage, gute Karte. Unexplained Disappearance, ebenfalls eine gute Karte. Das heißt, wenn ihr voten wollt, tut euch keinen Zwang an, votet. Sagt mir, was ihr meint. Ich bin ja ein großer Sinister Sabotage-Fan. Generell diese ganzen
blauen Karten, die dem Gegner tierisch auf die Nüsse gehen. Diese ganzen Counter-Spell-Sachen sind einfach wunderschön in meiner Ansicht. Die Frage ist, wollen wir lieber Sinister Sabotage oder wollen wir lieber Unexplained Disappearance? Ich nehme mal die Sabotage. Watcher in the Mist. Da wird gar nicht diskutiert. Watcher in the Mist. Ganz klarer Call. Guildgate ist hier eine Möglichkeit. Barrier of Bones. Wie ist es denn so curve-technisch? Wir haben ganz schön viel Dreier. Wir haben zwei Zweier, ein Vierer. Also wenn wir im Early Game noch ein bisschen was draufpacken, dann tut uns das, glaube ich, nicht weh. Das heißt, der Passwall Adept oder die Barrier of Bones. Die Barrier of Bones surveilt natürlich. Das heißt, wohl von Surveil profitiert der Darkblade Agent. Räume ich schon mal so ein bisschen auf. Ich finde das mal ganz schön, wenn man so ein bisschen Ordnung hält. Der Darkblade Agent und das, die Spybug natürlich, der die das. Wir nehmen mal die Barrier. Discovery and Disperse. Surveil tool, then draw a card. Each opponent returns an online permanent they control. Discovery and Dispersal oder Notion Rain. Das ist jetzt tatsächlich kein leichter Caller. Discovery and Dispersal, würde ich sagen, ja. Daneful Stroke, counter target spell with converted mana cost 4 or greater. Oder ein Centipede, wie ist es denn so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir haben ganz schön viele Minions, können uns einen Spell erlauben. Whisper Agent, immer gern gesehen. Noch ein Whisper Agent, ist aber glaube ich ein bisschen viel. Oder noch ein Muse Drake. Whisper Agent oder Muse Drake, Leute, was sagt ihr? Tendiere zum Muse Drake, schon allein, weil ich die Flying-Sachen eigentlich immer sehr angenehm finde. Ich glaube, der Whisper Agent ist einfach in der Tierlist besser angesiedelt. Deshalb würde ich einfach sagen, 3 Whisper Agents, man kann nie zu viele haben. Tenth District Guard. Hiervon ist eigentlich alles relativ egal, was wir picken. Okay, also so ein paar. Das ist jetzt so ein bisschen ungünstig, dass wir keine schwarzen Karten mehr kriegen. Also der Monitor kommt morgen, ja. Ja, das war jetzt alles ein bisschen unlucky. Außerdem hört man nichts. Wieso hört man denn nichts? Man hört mich doch reden. Ich sehe doch hier ganz genau, dass man mich reden hört. Ich glaube ja, du redest Stuss. Weg. 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 Wir haben definitiv zu viel Vicious Rumors. Discovery and Dispersal Number 2. Der Whisper Agent Nummer 4. Aha. Ich glaube, du redest einfach nur Schluss. Noch eine Barrier of Bones ist, glaube ich, Schwachsinn. Unexplained Disappearance klingt gut. Removal ist wichtig. Ey, ohne Witz, ich könnte ein komplettes Deck nur mit Whisper Agents machen. Einfach so.
Wie schön war das? Hat man das schön zwischen jetzt sein? Wasser ist wichtig, Leute. Viel trinken, nehmt keine Drogen. Das ist wichtig. Ich glaube, ich kann nicht mit gutem Gewissen noch einen Whisper Agent nehmen. Vapers hat mir eigentlich immer auch gute Dienste geleistet, weil das ein bisschen Removal gegen leichtere Kreaturen ist. Mir Locket ist gut. Ocean Rain ist gut. Creeping Chill können wir knicken. Wir haben ein paar ganz okaye Karten. Frage ist, wie jetzt weitermachen. 1 und 2, 3 haben wir einen Spike und dann wird es nach hinten immer etwas dünner. Das heißt, irgendwas zum Beispiel auf 4 wäre noch ganz gut. Devious Cover-Up wäre zum Beispiel eine Idee. Gorgon ist auch eine gute Idee. Schon allein, weil der Rest einfach nicht gut ist. Veiled Shade, Devious, es ist alles unheimlich schwierig. Ihr könnt eure Meinung immer gerne mit einem Vote zum Ausdruck bringen. Dafür müsst ihr eigentlich nur, wenn ihr das Plugin aktiviert habt, was eigentlich standardmäßig so sein sollte, auf die Karte klicken und dann... Dann kriege ich das auch zu sehen. Devious Cover Up, ja. Da können wir schon mal so ein bisschen aufräumen. Also die ganzen Sachen mit Surveil, wobei nicht alle behalten. Final Centipede kann, glaube ich, raus. Watcher in the Mist und so ist alles gut. Vicious Rumors. Dazzling Lights. Ich glaube, das ist alles nicht wirklich das, was ich brauche. Moodmark Painter werde ich wohl nehmen müssen. Aber es ist nicht wirklich das, was ich will. Thoughtbound Phantasm ist gut. Wir sollen unbedingt diese Whisper Agents, die sollen wir alle haben, glaube ich. Vielleicht einfach noch eine zweite Barrier of Bones oder Enhanced Surveillance. Wir nehmen das einfach mal. Mesmerist ist ganz okay, würde ich sagen. Das hier ist alles nutzlos. Wir haben so ein bisschen Ebbe im Moment. Veiled Shade. Kann raus, das kann raus. Okay, wir haben ein komplettes Deck. Nur so, wenn es um die High-Cost-Cards geht, sind wir ein bisschen sehr dünn besetzt. Aber ansonsten... Ansonsten sind wir eigentlich ganz gut dabei, glaube ich. Ein paar mehr, aber ich hatte auch nicht wirklich die Wahl für unheimlich viele. Auf 2 ein bisschen viele Spells, glaube ich. Vielleicht könnte man da nochmal irgendwie was austauschen. Aber ich habe auch eigentlich keine guten Minions, durch die ich es ersetzen kann.
Ich glaube, Enhanced Surveillance kann raus. Wir packen noch ein Centipede rein. Na gut, dann riskieren wir einfach mal, würde ich sagen. Was hast du für mein Handy? Nichts Besonderes, schade. Einmal die Mana ausschütteln. Island, Swamp. Ja, warum nicht, würde ich sagen. Mesmerist, Whisper Agent. Und noch ein Island. Das heißt, an Karten wird es uns nicht mangeln. Rot-Weiß. Wir spielen gegen Mario, Ketchup, whatever Deck. Sowas habe ich schon befürchtet. Aber den können wir zur Not ja einfach blocken, falls wir das wollen. Okay, wir haben jetzt schon den Watcher in the Mist, das ist gar nicht schlecht. Ah, wir haben drei, wir haben noch ein Island. Wir wollen auf jeden Fall den Watcher in the Mist spielen, das heißt jetzt gleich kein Land ziehen wäre bitter. Der kann deals 3 Damage. Und tap another target creature. Aber den hier austauschen ist, also wenn wir irgendwie die Möglichkeit haben, den zu traden, dann sollte man den traden, weil die Fähigkeit, eine meiner Viecher zu tappen, kann ziemlich nervig sein. Den möchte ich eigentlich nicht unbedingt traden. Also wir können nächste Runde ein Island spielen und dann in Watcher. Returns a non permanent they control with the highest converted mana cost. Das können wir gleich eigentlich einfach... Ne, das können wir nicht in seiner Turn spielen, das kostet 5 Mana. Kritisch. -1/-1 until end of turn. Damit töte ich auch meinen Dude hier, also ist das glaube ich nicht das Play. Ja, von einem Whisper Agent. Hallo? Oh cool, ich kann die Karte in meiner Hand umsortieren. Man lernt ja nie aus. Whispering Snitch. Den will ich auf jeden Fall haben. Im Moment so ein bisschen das Problem, dass ich nicht weiß, welchen Anime ich gucken soll. Ich habe viele Sachen. Die neue Sword Art Online Staffel hat angefangen. Die neue Fairy Tail Staffel hat angefangen. Die nächste Staffel von die zweite Tokyo Ghoul Staffel hat angefangen. Und ich weiß einfach nicht, wie es jetzt weitergeht. Veil 2. Area of Bones. Habt ihr dem mir... Ah, das kostet aber beides ein schwarzes Mana, ne? Davon habe ich aber gar nicht genug. Dann so rum. Und das ist einfach schwierig. Es gibt auch noch so viel schon existierende Animes, die ich eigentlich gucken muss. Muss, wohlgemerkt, weil das ist eine absolute Bereicherung.
Wenn wir Mocha in der Mist, können wir ihn jetzt auf jeden Fall ein bisschen hitten. Das ist schon mal gut, das ist schon mal. Hey, interessant. Ja, wenn er angreift, ich werde auf jeden Fall tauschen, 100 Pro. Both First Strike and Regular Combat Damage. Der First Strike Damage dealt, habe ich natürlich ein Problem. Wir spielen den Snitch. Und wir spielen den Informanten. The Veil 2, Barrier of Bones und Notion Rain ist gut. Wurst, den ich blocken. Das Double Strike Vieh ist echt ein bisschen nervig, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Dann habe ich jetzt auch noch angefangen, Dr. House zu gucken, weil ich gesehen habe, das gibt es bei Amazon Prime, kann man das einfach gucken. Was auch wieder 8 Staffeln einer Serie sind, die ich eigentlich gucken muss. Und dann fällt mir auf, dass ich eigentlich auch noch studieren muss. Das sind immer diese, das sind die schlimmsten Sachen. Ach, das hat ja First. Ich habe wieder nicht nachgedacht. Insane, wie wenig ich manchmal nachdenke. Barrier of Bones. Also 5 Mana. Vielleicht hätte ich mir einen Mana aufheben sollen hierfür. Ich glaube, das wäre irgendwie schlauer gewesen. Naja, aber schlau ist nicht immer schlau, wisst ihr? Dieses erste Game sah am Anfang relativ vielversprechend aus, aber ich habe das Gefühl, dass es gerade sehr schnell sehr südlich geht. Das lief irgendwie nicht so. Nicht so problemlos, wie ich gedacht habe. Nächstes Game kann also jetzt der Logik nach nur besser werden. Spybug ist gut, Agent ist gut. Das ist okay. Für mich okay. Die Reihenfolge ist egal, ne? Also einfach ein Swamp. Shit, er hat einfach Thought Erasure. So nervig.
Der gammelt ernsthaft meinen wunderschönen Spybug weg. Immerhin habe ich den Watcher noch. Also immerhin eine schöne Sache. Outbound Phantasm, das ist zwar nicht unbedingt die Karte. Vielleicht will ich auch den Darkblade Agent zuerst. Aber ich glaube, der. Wir wollen ein bisschen on Curve spielen, glaube ich. Discard a card. Sorry, Devious Cover-up. Ich glaube, du musst nach Hause. Wie war das? Whenever this creature deals combat damage to a player, you draw a card. Wenn ich diese Runde surveilled habe. Okay. Okay. Der Typ hat eine ganze Menge Discard-Sachen. Einfach meinen Watcher in the Mist. Snitch und Whisper Agent nehme ich gerne. Dadurch habe ich surveilled und ich draw eine Karte. Das Leben ist doch schön, oder? Outbound Phantasm. Ich habe schon eine ganze Menge Sachen im Graveyard da. Wir casten den einfach jetzt. Na komm. Wow. Schön.
glaube, der Typ hat zwar lustige Karten gehabt, die ziemlich nervig sind, dadurch, dass man andauernd irgendwelche Karten in den Graveyard werfen muss, aber ich fürchte, es ist einfach kein Winning Play, oder? Aber ich bin gespannt, vielleicht kann er sich ja noch irgendwie rausziehen, ne? Schade, das war es zu Vale gewesen, ne? Er hätte meinen Phantasm auch angreifen können. Fürchte, mein Deck ist gleich leer. Das könnte sehr unangenehm werden. Durch den Moment lohnt sich nur mit dem hier anzugreifen. Weil in zwei Runden habe ich auch so gewonnen. Wenn er sich weder healt noch dagegen was machen kann, aber. Eins ist Disinformation Campaign, eins ist Radical. Achso, die Radical, die hat er gar nicht erfahren, die ist im Graveyard. Allerdings, dass mein Deck gleich ziemlich leer ist. Ich hab's echt geschafft, mein Deck auf durch zu, also fertig zu, ne? Komplett aufzusammeln. Dessen Deck synergiert aber auch unheimlich gut, das muss man überlassen, ne? Der Block jetzt den Dreier, aber dann habe ich immer noch 6 Damage und dann habe ich gewonnen. Aber super lustig. Also das Deck, das der hatte, war ja auf jeden Fall unterhaltsam anzusehen, muss ich sagen. Das hat ja schon fast constructed. Einen constructed Flair würde ich es fast nennen wollen. So wie das Ganze. Es harmonierte ja schon ziemlich gut zusammen. Also, nicht schlecht, er muss an ihm lassen. Respekt an ihn. Swarm, Thoughtbound, Devious. Ja, von mir aus. Ich habe lieber immer mehr Mana als mehr Minions, weil ich habe das Gefühl, wenn ich Mana habe, draw ich Minions, aber wenn ich Minions habe, draw ich kein Mana. Diesmal habe ich sogar nicht Swamp gespielt, das hatte ich letztens. Wenn man einfach nur, wenn man nur an Spiele gewöhnt ist, also so wie ich an Spiele gewöhnt ist, die einfach nur Mana besitzen. Die einfach nur generell Mana besitzen, aber nicht verschiedene Typen von Mana, so wie Hearthstone oder so, dann sieht man schnell einfach nur Mana-Karten und keine anderen Karten. Und dann kriegt man relativ schnell Probleme, weil man dann schwarzes Mana spielt, aber man braucht blaues Mana. Und in Wahrheit spielt man eigentlich ein Deck, das nur grünes Mana hat, und dann ist man vollkommen verwirrt und dann ist auch schon alles im Eimer. Bomb oder Disdainful Stroke. Wir sagen, beides ist gut.
1, 2, 3, 4, 5. Ich glaube, die teuerste Karte in meinem Deck kostet 5. Das heißt, wenn ich mit dem einen Mana kann ich jetzt eh eigentlich alles spielen, was ich ziehen kann. Und das heißt, mehr Mana brauche ich dann zwangsläufig nicht unbedingt. Und 5-2 mit Mentor ist fies. Dann den Rest heben wir uns einfach noch auf. Entweder wenn der angreift, können wir den mit dem Whisper Agent blocken. Oder wenn er irgendwas spielt, können wir die WS Art. Wir können beides. Oder das sind 5 Mana, das heißt, ich kann beides spielen. Ich könnte also eventuell einen Vierer-Spell blocken. Und ich glaube, den Mentor zu killen ist einfach worth it. Island will ich nicht. 2 Bug boosten will ich schon. Den blocken will ich auch. Wenn man die Mentor-Karte platt macht, ist immer schon mal gut. Oh, noch ein Island, super. Was, yay, yeah, juhu. Putz, putz. Ohne Witz, Spybug ist eine meiner absoluten Lieblingskarten aus diesem Set. Ich habe die hier auch irgendwo selber. Aber ich glaube in der deutschen Ausführung. Aber irgendwo habe ich diese Karte hier auch. Enchant Target Creature. Warum blockt er denn das hier? Wenn das Ding hier nicht blocken soll, von mir aus. Das ist toll. Ich habe noch 2 Karten, um Dinge zu unterbinden, die er tut. Aber wenn ich das richtig gelesen habe, kann die hier immer noch angreifen, oder? Can't block and can't activate, ja, aber das gibt eh nichts zu activaten, also. Warum der das Ding hier nicht deaktiviert hat, habe ich nicht verstanden. Was ist jetzt besser? Das will ich und das will ich wieder. Bitte. Ich wäre der Stroke besser gewesen, weil ich das ja nur bei 4 oder Greater Spells anwenden kann und das andere bei allem, aber naja. Aber es ist egal. Ich gucke auf jeden Fall jetzt einfach, dass ich genug Mana übrig habe, um das immer casten zu können und dann bin ich, glaube ich, ziemlich gut bedient. Der Typ hat jetzt noch 2 Leben. Das heißt, nächste Runde sieht es ziemlich gut für mich aus. Ach, guck mal, der bufft mich sogar, wie nett. Nicht nett von ihm. He is 1 damage to each creature. Okay. Okay, ich hätte jetzt auch ganz schnell angegriffen. Wir sind ja fair. Muss ja jetzt hier keinen BM abziehen oder so. Das ist eine ganz wichtige Lektion, Leute. Ihr müsst eure Gegner respektieren. Weil wenn ihr eure Gegner nicht respektiert und denkt, dass die richtig scheiße sind und richtige Söhne von Menschen, die im horizontalen Gewerbe tätig sind, und dann verliert ihr gegen die, was sagt das dann über euch aus? Denkt da mal drüber nach. Deshalb, Respekt, Leute, ist immer gern gesehen. Hotdown, Dimir, Watcher, Snitch Bitch. Leider nur 2 Mana. Aber ich riskiere es jetzt einfach. Ich riskiere es. Also ich glaube, so 0 und 1 und 6 und 7 Mana habe ich, ist eine gute Faustregel, dass ihr das immer Mulligant mit allem anderen kann man zumindest irgendwie arbeiten. Guck mal, da haben wir einen Swamp.
Das heißt, ich kann jetzt den spielen, nächste Runde den Snitch und die Runde danach den Informanten. Und das heißt, meine ganzen... meine ganzen Surveils gehen wunderbar ineinander über. Und das hier ist doch, when you cast an instant or sorcery spell, plus 1, plus 0 until end of turn. Alles klar, das heißt, dann ist das Ding schon mal 3-3 nächste Runde. Und ich glaube, ab 5-5 kann das jede Runde... Ab 5-5 ist das Ding kein Defender mehr, sondern kann dann auch weiterhin angreifen. Also das Phantasm kriegt jedes Mal ein plus 1 Counter, wenn ich surveile. Es ist egal, wie viel Karten ich surveile, es geht einfach nur darum, dass die Surveil-Mechanik ins Play kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Surveil 2 mache, dann bedeutet das nicht, dass das Phantasm jetzt auf einmal plus 2 bekommt, sondern... Island, Informant... Swamp finde ich super und Darkblade Agent finde ich an sich auch super. Frage ist, was ich zuerst haben will. Ja, es ist beides okay. Und wie war das? Das Ding ist ein Defender, außer man hat ein Spell gecastet. Dann ist es kein Defender mehr. Aber das ist jetzt, glaube ich, unser geringstes Problem. Bin ein bisschen gespannt, wie das jetzt hier ablaufen wird. Ihr könnt auch jetzt im Moment einfach mit der Maus über die Karten hovern. Und dann könnt ihr die Karten schön in groß sehen, euch in Ruhe durchlesen, was draufsteht. Man kennt ja nicht immer alle Karten. Ich gewöhne mich ja auch jetzt erst langsam, aber sicher an meine... Ja, ein Ding glaube ich auf jeden Fall, würde ich sagen, ja. Okay, Darkblade Agent, damit war irgendwie zu rechnen. Tap Target Creature. Jumpstart ist auch eine coole Fähigkeit mit den Sachen, man kann richtig schön mit dem Friedhof spielen. Da kommt jetzt gleich der Swamp, dann kann ich den Muse Drake spielen und danach... Danach müssen wir dann allerdings mal weitersehen. Mir hat irgendwer auf WhatsApp geschrieben, was wollen die Leute von mir? Alles gut. Was passiert gerade? Ich kann nicht gucken, ich höre nur Spells und das gefällt mir nicht. Was passiert? Ah, der Jumpstart gedingscastet, nehme ich an. New Strike. Ich glaube, wenn ich die Chance habe, trade ich den Cyclops-Typen einfach mal aus. Deal 4 Damage to them. Ich glaube, die 4 Damage kann ich nehmen. Oh, der kann, einen von beiden kann er töten. Ah ne, warte, den soll ich, will ich ihn vielleicht nicht töten lassen. Kann er den Darkblade Agent von mir aus töten? Der andere lebt dann aber. Swamp, Watcher, in the Mist, Island und Whisper Agent. Ich glaube, das Island brauche ich nicht unbedingt. Ich habe ja 5 Mana. Aber 6 Mana ist natürlich auch nicht schlecht, aber ich glaube, ich will den... Das ist eh egal, nächste Runde spiele ich den Whisper Agent und dann das Island. Das ist, glaube ich, okay.
Mit den beiden kann ich blocken und dann muss ich jetzt einfach ein bisschen Damage pushen. So, und solange ich jetzt großen Damage in mein Face vermeide und einfach möglichst. Na, das geht nicht. Das ist viel zu, das ist zu risky. Aber wenn er dann nochmal irgendwas in der Richtung hat, bin ich sofort tot. Stattdessen spielen wir jetzt über den Whisper Agent. Surveillen. Okay, ist der andere Whisper Agent. Surprise, surprise. Damit hat er keiner gerechnet. Greifen mit allem an. Und das heißt, solange den Watcher muss er kaputt kriegen oder das oder das. Und ich habe noch 7 Leben. Ich kann hiermit blocken. Also ich dürfte eigentlich safe sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie 7 Leben rauspumpt, aber. Sonst hat er schon beide Risk Factors gespielt. Risk Factor, übrigens coole Karte. Two Damage to any target. Nice. So stelle ich mir das vor. Das sind die Dinge, die kleinen Dinge im Leben. So, warte, habe ich jetzt 2 Wins sicher oder? Kann mich nicht mehr erinnern. Was ist mein Score? Wer bin ich? Ach ja, das. Ich habe übrigens auch einen YouTube-Channel, also falls ihr mal einen Stream verpasst, dann die ganzen Sachen, die gestreamt werden, werden eigentlich auch immer in irgendeiner Form entweder geeditet oder einfach ungeeditet, so wie die Magic the Gathering-Sachen im Moment. Das ist ja ein einziges Ding, erst Draft, dann Game. Die kommen im Moment einfach immer am Stück. First Strike und Mentor. Aha. Also, wenn der First Strike hat, kann ich leider mit 1-1 nicht austraden. Das ist ein bisschen schade, weil den Typen würde ich eigentlich gerne weghaben. Oh, das ist natürlich jetzt richtig bitter. Mit weniger Power, hä? Das hat auch weniger Power. Muss jetzt nicht verstehen, glaube ich. Ich glaube, wir können natürlich auch warten und. Ah, nee, ich brauche 2 Wasser dafür, ne? Dann ist, glaube ich, der Whisper Agent der richtige Call. Final Centipede. Ein Minion nehme ich. Der Typ Reach. With lesser power. Ich bin stupid. Das erklärt einiges. Ich dachte immer, meine Lehrer sagen das einfach nur so, aber meine Lehrer hatten anscheinend recht.
Also wenn der jetzt angreift, können wir hiermit blocken und dann ist er tot. Dieses Spiel ist schon wunderbar. Great. Dagegen kann ich, glaube ich, eh nichts machen. Also, ja. Ja, kommt schon, trau dich. Holy shit. Ultimative Konter wäre jetzt natürlich gewesen, dass ich noch genug Mana hätte, um den Sinister Sabotage zu spielen, damit er, wenn er das Ding jetzt wieder spielt, ich es einfach hätte countern können, aber dafür hatte ich leider nicht genug Mana. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus für mich. Und mit mich meine ich auch euch, Leute. Den blocken wir, glaube ich, mal besser. Dann ja, so. Ah, ich glaube, wenn das Ding hier mal 3 Leben hat, bin ich, glaube ich, schon mal ziemlich gut dabei. Combat. So. Okay. The target, surveil 1. Nö. Da bin ich einfach mal dagegen, würde ich sagen. Bomb auf keinen Fall. 1 Damage für ihn, 1 Leben für mich. Musst du auf jeden Fall den Disdainful Stroke aufheben. Nein, ich habe keinen. Nein, dafür brauche ich ein blaues Mana. Nein. Hier, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Er hat nicht den 4 Attacker geblockt. I win. Yes. Ich meine, easy. Ich meine, ja, das war gut kalkuliert. Kühl und berechnet gespielt. Absolut verdienter Victory, ja. Bulgari Raiders. Erstmal Pack öffnen, das ist jetzt wichtig. Packs immer öffnen, wenn ihr sie habt. Die Karte ist gut. Die Karte ist gut. Die Karte ist gut. Mann, Mann. Übrigens für die Leute, die es nicht wissen, ihr draftet hier ja die Sachen und am Ende des Drafts behaltet ihr alle Karten. Sowohl die Karten in eurem aktiven Deck, als auch die Karten, die ihr nicht benutzt habt. Also alle Karten, die ihr ausgewählt habt, behaltet ihr. Das heißt, ihr draftet ja immer 15, 30, 45 Karten. Die dürft ihr alle behalten. Alle. Mal, wie krass ist das denn, Mann? All diese wunderschönen Karten gehören an euch, ja. Also mit Draft könnt ihr auf jeden Fall gut eure Collection bauen. Und wenn ihr gut seid und ein bisschen Glück habt, dann könnt ihr sogar unbegrenzt draften, weil ab einer bestimmten Anzahl, also einer bestimmten Anzahl Wins, habt ihr immer, gewinnt ihr immer genug, dass ihr nochmal draften könnt. Das heißt, ihr habt einfach ein... Ihr könnt einfach autark draften. Ihr habt ein Perpetuum Mobile des Drafts erreicht. Oh. Barrier of Bullshit. Im Moment kann ich noch die Länder gebrauchen. Sobald ich 5 Mana zusammen habe oder genug Mana auf der Hand habe, dass meine Mana hier und mein Mana hier 5 Mana ergeben, dann nehme ich immer kein Mana mehr. Aus dem einfachen Grund, dass ich dann, dass meine teuerste Kreatur 5 Mana kostet. Also, naja, brauche ich das dann nicht mehr. Ich bin mir nicht ganz sicher, was ich haben will. Weil der Informant bringt mir nicht wirklich was. Der Agent bringt mir nicht wirklich was. Weil der mit dem Typen ja eh nicht kann, eh nicht traden kann. Ich könnte jetzt einfach Notion Range spielen. Das Sabotage ist gut, Whispering Snitch ist eigentlich auch gut. Ja, nehme ich beides. Oh nein, ich habe 2 Damage gekriegt. Oh nein, bitte nicht. Um SpongeBob zu zitieren. Oh nein, bitte nicht. Shit. Die Karte ist einfach broken, ja. Ja, ich habe leider nicht genug, um Sabotage auch noch zu spielen. Also mache ich einfach gar nichts. Counter einfach, was er jetzt spielt. Spiel nächste Runde den Watcher in the Mist. Hab dann was, um den jetzt zu countern und bin dann dabei oder nicht. Kann natürlich blocken, oder? Warte, wenn er das jetzt eh macht, dann kann ich auch jetzt den Typen hier spielen. Basic Land. Nö. Ich hab 5 Mana zusammen, das reicht mir erstmal. Oh, kommt da jetzt noch was? Oder? Ich war vielleicht ein bisschen voreilig. Oh shit, ich habe gar nicht gesehen, dass sein Mana. Ja, unangerührt ist. Ich habe irgendwie gedacht, okay, Combat, das war's. Das war, glaube ich, das Dümmste, was er machen konnte, oder? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, auf der Liste von dummen Dingen war das ganz oben, oder? Mein Vier hätte den nicht fighten können aufgrund des First Strikes. Ja, auf jeden Fall Spybug, den will ich auf jeden Fall haben. Ja.
Ich meine, das war jetzt ein bisschen ungünstig für mich, aber an sich hat er meiner Meinung nach das dümmste Play gemacht, das er hätte machen können. Ja, und er ist vollkommen out of cards. Das heißt, wir können jetzt Spybug spielen. Und wir können das Phantasm spielen. Und wir können den Snitch spielen. Und dann kann ich nächste Runde Informant kostet 3. Oder ich kann Discovery spielen. Holy shit, jetzt erstmal langsamer. Erstmal Informanten spielen. Ne? Na, das ist eigentlich okay. Avail to then draw a card. Ja, ich würde sagen, der Agent ist gut. Also ich kann jetzt hier traden. Can't be blocked by more than one. Das ist sehr praktisch, weil ich kann hier so blocken und hier so blocken. Nein. Bullshit. Muss dringend anfangen, Dinge übrig zu lassen für meinen Sabotage. Fürchte, ich muss das blocken. Ich kann jetzt den Darkblade Agent spielen. Dann kann er eins blocken. Ich habe wieder nicht genug. Ich habe zu wenig blaues Mana. Ich habe nur Swamps. Ja, dass ich jetzt nichts mehr habe, um seinen Flyer zu contesten, ist natürlich ultimativer Bullshitter. Wow, das wäre natürlich richtig geil gewesen, wenn ich das hätte contesten können, ne? Ah, dass er jetzt die Flyer hat, ist einfach absolut tödlich für mich, ja. Ich würde sagen, ich habe nächste Runde verloren. Ich kann einen jetzt zwar immer blocken. Obwohl, okay, wenn ich den einen immer ausblocken kann, dann überlebe ich noch einen Augenblick länger. Okay, jetzt verliere ich auf jeden Fall. Ja, mir fällt da nichts zu einer. Kein Counterplay existent. I'm sorry. Aber da machst du einfach nix da. Aber immerhin, ey, 3 Wins ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht kriegen wir sogar noch einen 4. rein. Weil wir haben hier definitiv keinen 7-Win-Deck gedraftet. Also dafür waren da einfach nicht genug High-Value-Karten drin. 4 hätte ich dem Deck hier, glaube ich, zugetraut. Mit ein bisschen besserem Play war das auch vielleicht drin. Ich fühle mich immer so ein bisschen schwer, wenn ich genug Mana habe, um eine vernünftige Curve aufzustellen, dann irgendwas wegzumulligan. Es kann halt auch immer noch schlimmer werden, ne? Das darf man nicht
Vergessen, es kann auch immer schlimmer werden. Den Darkblade Angel nehmen wir noch auf jeden Fall. Er contestet nämlich den komischen Typen richtig gut, falls er den nochmal spielen will, und falls nicht, naja, dann halt nicht. Dann können wir Notion Range spielen. Oder den Centipede. Wir können lieber jetzt Notion Range spielen. Island und Swamp, wunderbar. Ich glaube, es ist egal, aber wir können ja mal Island und Swamp ausgleichen. Er blockt nicht, was für ein Wunder. Und ich draw noch eine Karte, weil ich surveilled habe. Das war dann wunderbares Play. Nächste Runde Watcher in the Mist. Glaube ich, uncontested das Play. Ich glaube, da gibt es kaum ein besseres. Okay, besonders Watcher in the Mist, surveilled wieder. Das heißt, wenn der Darkblade Agent angreift, draw ich wieder eine Karte. Island, Watcher. Sehr, sehr schön. Wunderbar. Okay, oder ich draw keine Karte. Hä? Oh, der kriegt auch noch First Strike, wie unfair. Ja, das ist jetzt ein bisschen bitter. Aber er kann gerne angreifen. Einen der Kollegen trade ich liebend gerne aus dafür, dass ich bei der Matchkrieger. Das ist jetzt allerdings sehr ungünstig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn der eh nicht blocken kann, kann er auch angreifen. Das Problem ist echt, dadurch, dass der First Strike hat, kann ich hier nicht effizient traden. Also gar nicht traden. Also First Strike ist echt eine... super dämliche Mechanik, die mir gar nicht gefällt, ja. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Sagen Veiled Shade ist ein guter Call. Ja, das hat irgendwie ein bisschen geleckt, aber... ja, ich dachte, ich kann die... Hallo? Ich kann die Dingens Ability aktivieren.
Sehr schön. Ich sollte mir zwei Wasser übrig halten, damit ich was countern kann. Oh, ich habe mich verzählt, oder? Dann soll ich mir zumindest das übrig halten. Zack. Der kann jetzt nämlich gut mit dem traden und dann bin ich auf jeden Fall. Okay, es läuft. So halb, irgendwie. Habe ich Glück gehabt, dass er seinen Spell noch gecastet hat, sonst wäre ich gar nicht mehr dazu gekommen, meinen Veil Shield abzupumpen. Das ist jetzt alles andere als günstig. Da wäre der Devious Cover-Up jetzt echt ein Lebensretter gewesen. Dann kann ich jetzt auch den Kollegen hier spielen, weil das Abpumpen rettet mir eh nicht den Arsch. Das sind 6 Mana, 7 Mana, das heißt, ich kann den hier spielen. Ja. End. Was auch immer er tut, ich werde es wahrscheinlich jetzt einfach countern. Darkblade Agent will ich, Spybug will ich, Whisper Agent, alles wieder in mein Deck haben. Ne? Sagen wir jetzt das, er kann. Angenommen, er blockt meine drei höchsten Sachen aus, dann ist das der, der und der. Blockt die beiden. Warte, welche davon können jetzt angreifen? Können alle angreifen, ne? Der blockt. Den kann er nicht blocken. Also er blockt den Dreier, den Dreier und den Dreier und dann habe ich drei. Oh, halt, warte, die. Reicht es trotzdem, wenn er alle Dreier rausblockt, dann blockt er den, den und den und dann habe ich nur 5 Damage. Warte, bin ich jetzt zu doof für Mathe? Er blockt alles mit 3 Attack. Aber halt, wenn er alles blockt, dann sind seine Viecher aber auch alle tot. Weil der keinen First Strike hat, sondern nur in seiner Turn First Strike. Ich bin auch Mathe und so. Mathe und so. Amen. First Strike ist echt ein richtiges Son of a Bitch-Karte, muss man einfach mal so sagen, ja. Son of a bitch. Okay, aber es ist eigentlich eine ganz souveräne Win-Anzahl. Ich bin überrascht. Barrier of Bones, Demir.
Ah, es ist mir ein bisschen zu risky. Das ist okay. Ja. Das halten wir direkt, dann können wir nämlich quasi alles spielen, was wir auf der Hand haben. Noch ein Todbound Phantasm, wie lustig, ja. Das ist auch ein Flying, was für eine Arschkarte. Was? Bin noch nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist eine gute Ausgangs-, also das ist eine Außensituation, mit der ich arbeiten kann. Sagen wir es so. Surveil, then draw. Inspiratant. Okay. Das hatte ich mies, so. Der das komische fliegende Vieh hat und ich nicht. Ja. Und er hat eine Wishcoin Crap. Es wird immer besser. Reihenfolge war jetzt, glaube ich, ziemlich egal. Wenn jetzt irgendwas castet, was 4 oder mehr kostet, können wir es countern, immerhin. Hallo, tschüss. Wenn ich noch einmal surveile, dann kann mein Thoughtbound Phantasm mich auch angreifen. Und das ist nämlich jetzt der Fall. Oder ich mache es einfach nicht. Und spiele Sinister Sabotage oder Ende meines Turns mein Agent. Swamp lieber nicht. Ich habe schon 5 Mana, damit komme ich erstmal gut zurecht. Ich kann hiermit immer noch nicht wirklich angreifen, weil er das einfach blocken kann. Rum. Jetzt kann das nicht mehr blocken. Wenn er mit dem Imp angreift. Thoughtbound Phantasm, beste Karte in der Existenz der Existenz, Leute. Call ich jetzt so. Wunderbar. Ist nein, besser, als ich gedacht hätte. Nein, deutlich besser, als ich gedacht hätte. Island, Whisper Agent. Ich glaube, das müssen wir mulligan. Da haben wir zu wenig Play. Das können wir nicht spielen. Das können wir erst Turn 3 spielen. Und das trägt dazu auch nicht wirklich bei. Das ist... Veiled Shade kostet 3.
Nein. Im Idealfall ziehen wir einen Mana, dann können wir die Mir Locke Turn 3 spielen und dann geht's ab. Flying mit Life Link läuft. Spielen die beiden und den Spybug. Fresh Face. Shit, ich fürchte, sein Opening könnte ein bisschen zu schnell sein für uns. Besonders müssen wir jetzt den Whispering Snitch spielen, einfach um hier blocken zu können. Damit wir nicht zu viel Damage fressen. Sonst bin ich, glaube ich, ein bisschen sehr verwundbar. Man muss ja auch nicht zu viel Damage fressen. Er wird jetzt mit dem Hawk angreifen, aber soll er tun? Oh, shit. Holy shit, da hat jemand aber ganz schön gute Karten, würde ich sagen. Oh shit, das können wir gar nicht leisten. Auch antworten. Okay, ich fürchte, das ist das Game, das wir down gehen, weil dieses Opening war ja wohl absolut perfekt für ihn. Jede Runde ein Minion und dann den Loxo dann auf der Hand, um dann all sein Zeugs zu buffen. Ja, holy moly, da kannst du auch nichts machen, ne? Das sieht nicht gut aus, ne? Aber noch ist nicht aller Tage Abend. Wenn er jetzt nichts allzu krasses spielt und ich meinen Watcher in the Mist rauskriege, dann haben wir vielleicht noch eine Chance, uns mit den Fingernägeln in dieses Spiel reinzukrallen, ne? Mit aller Macht zu kratzen und zu beißen, ne? Um das Ganze einfach noch ein bisschen unangenehm zu gestalten, ne? Der hielt sich auch noch die ganze Zeit durch seinen Shit-Adler. Ich muss 4 Mana sacrificen, um 2 Karten zu ziehen. Also mit dem kann ich eh nicht blocken, weil gegen den verliere ich und gegen den gehe ich down und ich brauche den Spybug. Ich muss mich irgendwie jetzt am Leben halten mit den guten Karten, die ich habe. Ja, wenn ich jetzt die High-Value-Karten verliere, dann kann ich halt einpacken, deshalb. Leben ist eine Ressource. Und die sollte man ausnutzen. Oh, Wasser. Eins zu viel gespielt? Ich dachte eigentlich, ich hätte noch genug Mana.
Was hat das gekostet? Er hat doch 3 gekostet, habe ich erzählt. So, das sind... Das kostet 3 und hier habe ich 6 Stück. Na egal. Bombet. Aber das ist deutlich sicherer. Weil dann kann ich mit dem 3-4er nämlich noch blocken. Sobald ich jetzt gleich noch einmal surveilled habe, ist der ja hier stark genug. Oh, Notion Rain ist natürlich ziemlich gut, Surveillen und nochmal Card Draw. Sign me the fuck up. Die 2 Damage nehme ich da auch gerne. Besonders kostet es eigentlich ja nur 1 Damage. Islands können sich alle schenken. Beiden können attacken, der kann blocken und den Damage kann ich im Zweifelsfall einfach einmal ineffizient austraden und dann ich draw sogar noch eine Karte, die ich sogar spielen werde. Weiß nur nicht genau, was auf seiner Hand vor sich geht, dass er die ganze Zeit damit nichts tut, aber nächste Runde, wenn ich einfach mit beiden Flyern angreife. Was ist das? Wenn ich jetzt einfach mit beiden Flyern angreife, kann er den abblocken. Kann er den blocken. Dann gehen 3 Damage durch. 4 Damage, 5 Damage, 6 Damage. Dann bin ich theoretisch 1 Damage off Lethal. Das, wenn ich jetzt den Whisper Agent vorher spiele, habe ich gewonnen, oder nicht? Der blockt jetzt hier und hier und dann 2, 3, 4, 5, 6. Nach meiner Rechnung war es das. Aber was weiß ich schon. Sieht er mit den Fingernägeln reinkrallen und einfach weiter beißen. Ne? Wir haben wieder 7 Wins, Leute. Wir haben irgendwie noch die blau-schwarzen Decks, die gewinnen einfach am laufenden Band. Thought Erasure. Dawn of Hope ist ziemlich cool. Whisper Agent ist cool. Uncommon Wildcard ist gut. Iron Knight. Oh, okay. Okay. Ich würde sagen, das war der erfolgreiche Draft und ich werde jetzt was essen, damit ich nicht verhungern muss. Also, ich wünsche euch allen was. Und ich hoffe, man sieht sich. Für die Leute, die das hier auf YouTube sehen. Unten in der Videobeschreibung ist mein Kanal verlinkt auf Twitch. Kommt doch mal vorbei. Da sehen wir uns. Und dann können wir ein bisschen quatschen. Man sieht sich.